Ja, es ist soweit die Rede des russischen Präsidenten. Viele sagen ja, damit bereitet Putin sein Land auf härtere Repressionen vor. Frau Henke, fangen wir mal bei Ihnen an. Wie ist das bei Ihnen angekommen, diese Veranstaltung da? Ja, wir sehen hier wirklich ein Russland, das in eine völlige Diktatur, in ein völlig autoritäres Regime verfallen ist. 15 Jahre Gefängnis droht jedem, der hier diese Spezialoperation einen Krieg nennt, der zu Demonstrationen geht. Und man sieht wirklich hier einen Schwenk zu einem Russland, das an die Epoche von Stalin und Co. erinnert. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr traurig. Herr Olshausen, was sind denn Ihre Gedanken? Ich habe mal an einer Stelle gestockt, da hieß es ja auch wieder, Lenin und Stalin, das ist mein Land. Dabei waren ja unter Gorbatschow die Verbrechen aus der Zeit des Stalinismus, dachte man, eigentlich aufgearbeitet worden. Ja, interessant ist, dass er vor wenigen Monaten noch gesagt hat, dass es ja ein schlechter Einfall von Lenin war, die Ukraine überhaupt zu schaffen. Also er hat in seiner historischen Widersprüchlichkeit durchaus jeweils andere und passende Argumentationen. Das Wichtigste, was hier aus meiner Sicht herauskam, war, ich will noch mal deutlich machen, dass ich nur den Sieg im Kopf habe, so wie er das in seiner Autobiografie 2000 Mal geschildert hat. Und sich durch Fehler nicht ablenken lässt. Also er will weiter die Ukraine zunächst einmal, aber er guckt ja viel weiter als die Ukraine. Er guckt ja bis in den Bereich der Osteuropas von 1997. Und das hat er auch nicht aus dem Auge verloren. Natürlich weiß er auch, dass er im Augenblick mit den Schwierigkeiten kaum zurechtkommt. Und ob er wirklich zu einem Gespräch mit Selenskyj bereit ist und auf der Basis einer territorialen Integrität der Ukraine, die der Selenskyj ja einfordert, das muss man doch mit einem Fragezeichen versehen. Und wichtig ist, dass die Staaten des Westens keinerlei Aussagen machen, dass sie die Neutralität oder die territoriale Integrität der Ukraine sozusagen mit einem Fragezeichen versehen, wenn es denn gelänge, mit Russland einen Kompromiss zu finden. Also hier ist es ganz wichtig, dass die westlichen Staaten sich da zurückhalten und dem Selenskyj das Wort überlassen, was das ukrainische Volk will. Ja, weil Sie gerade sagen, Putin will noch mehr, also nicht nur die Ukraine, wäre meine Frage jetzt, in Ihrer so langen, beispiellosen Karriere als General bei der NATO, haben Sie so eine ähnliche Situation, so eine vergleichbare Situation, so eine Gefährlichkeit, was wir bis vor 4 Wochen, bis zum 24. Februar noch völlig für undenkbar gehalten haben nach 1945 in Europa, dass sowas wieder passieren kann? Haben Sie sowas Ähnliches schon mal erlebt? Also wir sind nach 1945 und nach der Stabilisierung sozusagen für die Sowjetunion des Status quo nicht mehr in dieser Reconquista-Geschichte gewesen, obwohl sicherlich die Sowjetunion immer ein Ziel hatte, auch mal bis zum Atlantik vorstoßen zu können. Die Pläne jedenfalls haben sie gehabt. Aber es gab schon immerhin militärische Einsätze in der Tschechoslowakei. Es gab militärische Einsätze in Ungarn. Also die Sowjetunion hat auch nicht gezögert, da wo sie glaubt, ich muss eingreifen, einzugreifen. Und 1981 ist das militärische Eingreifen der Sowjetunion nur durch die Militärregierung von Jaruzelski sozusagen verhindert worden. Er hat das sozusagen selber gemacht mit Sie haben seinen selber eigenen das Truppen. Kriegsrecht ausgerufen, ganz genau. Frau Henke, vielleicht in Berlin noch mal die Frage an Sie. Wir haben aber die Russen gesehen, die da jubeln und viele werden sicherlich auch freiwillig hingekommen sein. 71%, das sagen Meinungsumfragen, stehen hinter Putin. Wie erklären Sie sich das? Ist das wirklich nur die Hörigkeit auf die Staatsmedien, will ich das mal nennen? Oder denken viele in Russland vielleicht ähnlich oder genauso wie Ihr Präsident? Also der ganze Prozess dieser Nationalisierung von der russischen Außenpolitik hat so um 2011, 2012 begonnen. Da wurde Putin mit Demonstrationen konfrontiert und der hat im Prinzip wirklich seine Strategie, seine innenpolitische Strategie radikal geändert. In der ersten Jahrzehnt seiner Herrschaft sozusagen als Präsident von Russland war ihm die urbane Elite sehr nah, ja, weil er natürlich auch eine gewisse Stabilität und ein Wirtschaftswachstum auch dieser Elite bieten konnte. Und das hat dann um 2011, 2012 praktisch ist zu Ende gekommen. Und da hat dann Putin praktisch entschlossen, ich muss mich jetzt auf ein anderes Segment der russischen Gesellschaft stützen. Und das war eher dann so der kleine Arbeiter, auch die ländliche Bevölkerung.
Und hier hat er sich eigentlich auch so ein Motto ausgedacht wie dann Trump, so Make Russia Great Again, den Ruhm von Russland wieder hier in die Welt zu tragen. Und auf eine gewisse Weise hat das funktioniert. Ich würde nicht sagen, dass man diesen Zahlen glauben kann von diesen Umfragen, aber man kann auch nicht völlig abwerten, dass Putin nicht irgendwelche Unterstützung hat in der Gesellschaft.